scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Herzliches Willkommen zu den Impulse Tag X. Das ist der 24. Kongress und für die, die es noch nicht wissen oder das erste Mal dabei sind, wir haben einen YouTube-Kanal und da sind bereits über 150 Aufzeichnungen von allen Impulsen zu den verschiedensten Themen. Und hier auch heute Abend, die Impulsgeber werden auch wieder anschließend bei YouTube sein, doch live dabei zu sein. Also Gratulation, herzlichen Dank für die, die heute Abend live dabei sind, denn ihr könntet genauso bei diesem wunderschönen Wetter jetzt im Biergarten sein, doch ihr habt euch entschieden, diese Impulse heute live mitzunehmen, denn es ist ein Unterschied, ob ich eine Konserve hinterher bekomme oder diesen Zusammenhang. Und es ist immer wieder spannend, dadurch, dass wir das schon so viele Jahre jetzt machen, über 2 Jahre, wir sind nie untereinander abgesprochen und es ist wie ein Sinfonieorchester. Ja? Jemand spielt die Musik an und der Nächste fügt das Nächste da hinzu und es gibt immer ein grandioses Konzert. Und was soll ich jetzt weiter sagen? Ich bin die Martina Haller, eure Moderatorin. Ich bin Trainerin für die schnellste Transformationsmethode der Welt, für Tim, für die Tim-Formel. Und vielen Dank, 3 leichte Schritte in die Sicherheit war das Thema. Und habt ihr es euch notiert? Erstens, Glaube. Zweitens, die Hoffnung. Und drittens, wer weiß es? Die Liebe, wie immer, die Liebe. Es geht gar nicht ohne die Liebe. Wunderbar. Vielen Dank für deine Impulse heute und zum Nachschauen natürlich dann in ein paar Tagen auf unserem YouTube-Kanal Impulse Tag X. Und dann, Dave, nach 7 Minuten warm gelaufen, 7 Minuten Impulse und du hast es geschafft, uns mitzunehmen mit deinen Worten zum Thema Sicherheit. Ich habe sie mir hier alle notiert. Jeder kann für sich einfach mal auch aufschreiben, was bedeutet denn Sicherheit für ihn. Und auch dieses Experiment, das du jetzt gebracht hast mit den Affen, es ist ja inzwischen wissenschaftlich bewiesen, dass wir ein Zellerinnerungsgedächtnis haben, über Generationen vererbt. Und wenn wir das einfach mal wissen und wenn wir wissen, wie können wir da diese Limitierungen durchbrechen, und das ist das genau, was du ja auch machst im Unternehmertum. Und im YouTube-Video sind deine Kontaktdaten auch direkt drunter verlinkt, sodass man dich kontaktieren kann. Wenn jemand wirklich da als Unternehmer seine Limitierungen durchbrechen will und dieses, was da alles abgespeichert ist, auch mal loswerden will, nach hinten und nach vorne wahrscheinlich, ja. Also nach hinten meine ich die Ahnengeneration und wie wir anfangs gesagt haben, Dave hat 3 Kinder, dass wir uns wirklich hier befreien. Also danke, danke, danke für deinen Impuls heute hier bei den Impulse Tag X. Immer wieder gerne. Und jetzt kommen wir zu einem Urgestein. Ich sage Urgestein, weil dieser Mensch schon 2 Jahrzehnte unterwegs ist. Er ist ein Mentor, er ist ein Dozent, er ist Berater, er ist Profiler, er ist Lebenssinncoach und internationaler Experte für Kommunikation. Das dürfte euch so mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Das ist einfach seine Weisheit, seine Expertise, die er jedes Mal mit einbringt in die Impulse Tag X. Und da lohnt sich jeder Impuls nachzuschauen bei den YouTube, in unserem YouTube-Kanal. Es ist immer so viel Wertvolles darin, auch wenn wir, weil es so viel ist, manchmal gar nicht schaffen, alles zu notieren. Deswegen ist es so gut, dass wir diese Impulse nachhören können und nicht nur einmal, sondern ich habe diese Impulse mehrmals gehört. Und ihr dürft mit mir jetzt hier zusammen einen Riesenapplaus für einen
Mann geben, den ich schon geehrt habe, letztes Jahr auf einer Bühne, für sein Lebenswerk. Ja, es war mir eine große Ehre und jetzt ist es mir eine Ehre. Lieber Jean-Marie, Bottequin, auf die Bühne mit einem Riesenapplaus. Dankeschön, dass du immer dabei bist. Danke, danke, danke. Merci beaucoup. Wie grandios. Jedes Mal könnte ich dir so lauschen, weil du uns auch in 7 Minuten auf eine philosophische Reise mitnimmst. So wortgewandt. Und ich bin mir sicher, es gibt diesen Schöpfer. Und dass du uns mitnimmst in die Tiefe, in die Sinnhaftigkeit. Du bist Sinnhaft-Coach, ja, du, die Menschen, die die Sinnhaftigkeit verloren hast, denen kannst du wirklich helfen. Und oft, wie du schon gesagt hast, kommt es erst ganz zum Ende des Lebens. Und wir sind hier die Impulsgeber, dass wir genau schon viel früher eben anfangen können, uns Hilfe zu holen. Und dafür sind wir hier als die Experten, als die Trainer, als die Coaches für euch da. Und wieder mal zum Nachhören, zum Lauschen auf unserem YouTube-Kanal. Und danke für die, die jetzt natürlich hier live dabei sind, die das Ganze hier live mitverfolgen. Es ist großartig. Ich bin auch live hier mitten in Zypern. Und wie das halt manchmal so ist, gerade haben noch die Vögel gezwitschert. Jetzt wird hier von der einen Straßenseite zur anderen Straßenseite auch moderiert. Und wir gehen weiter. Vielen lieben Dank, lieber Viktor. Ja, heute ist der längste Tag des Jahres, Sonnenwende, und wir feiern hier zusammen die Sonnenwende und auch das Meer. Ich merke es ja jetzt selber, das haben wir jetzt hier in dieser Verbundenheit, ja. Ich schicke euch jetzt die Meeresbrise hier von Zypern rüber. Ich stehe hier, hinter mir ist die Balkontür. Ich habe direkten Blick auf das Meer und ich laufe jeden Tag zum Meer und genieße es auch, barfuß, ja, durch die Steine, durch den Sand ins Meer zu gehen. Und ja, es ist einfach großartig, wie wir hier auch verbunden sind. Und habt ihr euch Notizen gemacht? Ich habe mir Notizen gemacht. Ich habe für mich auch ein Fazit. Fazit für mich ist heute Abend, dass Sicherheit Training bedeutet. Dave hat in diesem, dass er uns aufgeschrieben hat, das letzte T bei Sicherheit stand Training. Und Training bedeutet dann, wenn wir uns unsicher fühlen, so wie Jean-Marie mich begleitet hat, in meiner Unsicherheit auf die Bühne zu gehen. Ich wäre doch lieber gestorben, wie auf der Bühne vor Publikum zu sprechen. Jetzt ist es hier die Online-Bühne. Es ist ja auch nicht viel anderes, wenn wir das mal verstanden haben. Und das war Training, das war Übung. Und ich hatte, wie in dem Beispiel auch, Zellerinnerungsgedächtnis. Ich hatte etwas in meinem System, was ich auch noch loswerden durfte, dass ich heute nicht nur die Angst überwunden habe, zu sprechen und mich sicher fühle. Es kommt noch etwas Wesentliches dazu. Es kommt noch die Freude dazu. Ja, die Freude, die ich ausstrahle, dass ich jetzt diese hier moderieren darf, dass ich seit 2 Jahren schon moderiere für die Impulse Tag X und noch so viel mehr. Und dann kommt die Sicherheit in mir. Und Jean-Marie, du hast es gesagt, weil wir sicher sind, dass es einen Schöpfer gibt. Dass es einen, alles hat einen Sinn. Das ist mein Impuls heute Abend für euch. Und wenn wir diese Ängste überwinden, lieber Ovidio, du hast am Anfang davon gesprochen, ja, die Sorgen sind ja auch nur eine Facette und Maske der Angst. Wie großartig ist denn das, dass wir hier Menschen begleiten können, jeder auf seine Art und Weise, diese Facetten und Masken der Angst, die Ängste, diese Unsicherheiten, die Sabotageprogramme, die Zellerinnerungsgeschichten, dass wir die transformieren können, dass wir die loslassen können. Und wir sind hier Begleiter, Trainer, Berater. Ihr findet unsere Kontaktdaten überall und ihr könnt natürlich selbstverständlich hier alle Impulse nachschauen,
im YouTube-Kanal bei den Impulsen Tag X. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch, bei den Impulsgebern. Heute sind die Männer wieder in der Vielzahl. Ich bin die Sicherheitsquote hier als Frau, als Moderatorin. Demnächst sind auch wieder die Frauen dabei. Und wir haben hier die Frauen als unsere Gäste. Dankeschön an unsere Gäste heute Abend. Und ich gebe das Mikrofon zurück an Ovidio. Ja. Thank you.